Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Niederösterreich heute. In Hohenberg im Bezirk Lilienfeld waren heute Dutzende Helfer bei einer großen Suchaktion im Einsatz. Zwei Tourengeher wurden gestern Abend von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Bergrettung, Alpinpolizei, Hundestaffel und zwei Polizeihubschrauber haben heute intensiv nach ihnen gesucht. Von den Vermissten fehlt aber nach wie vor jede Spur. Thomas Koppensteiner hat für uns berichtet und die Lawinensituation, die bleibt weiter angespannt. So ist etwa am Semmering, auf der Rax oder in den Türnitzer Alpen die Lawinengefahr bei Stufe 3 von 5 und damit erheblich. In den Ibstaler Alpen herrscht noch immer Lawinenwarnstufe 4. Weil durch den Sturm über Nacht immer wieder Bäume und Zweige auf Leitungen gestürzt sind, waren kurzzeitig 8000 Haushalte ohne Strom. Aktuell sind nach Angaben der EVN noch 200 Haushalte betroffen im Raum Neunkirchen bzw. im Bereich Erlaufboden im Bezirk Lilienfeld. Und wir kommen jetzt zur Wirtschaft. Viele Supermärkte in Niederösterreich suchen händeringend Lehrlinge. 624 junge Menschen sind im Lebensmittelhandel in einer Lehrausbildung, gebraucht werden aber deutlich mehr. Die Lebensmittelkette Hofer etwa hat in Niederösterreich 40 Lehrstellen ausgeschrieben. Die zu besetzen sei schwierig, heißt es, denn der Wettbewerb um Jugendliche ist groß. Egal, ob im kleinen Markt im ländlichen Raum oder in großen Filialen. Flugreisende nach Berlin sollten sich morgen gut informieren, denn in Schwechat kann es bei Flügen von und nach Berlin zu Verzögerungen kommen. Der Grund dafür sind Streiks, die das Sicherheitspersonal an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel abhalten. Die Streiks sollen bis kurz vor 9 Uhr dauern. Zwischen Schwechat und Berlin sind morgen 22 Flüge geplant. Der Flughafen rät allen Passagieren, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Status ihres Fluges zu erkundigen. Mehr Busse sollen künftig im Wald- und Mostviertel unterwegs sein, denn vor allem im ländlichen Bereich wird das Angebot im öffentlichen Verkehr immer wieder als zu gering kritisiert. Einerseits werden die Strecken erweitert, andererseits will man die Barrierefreiheit verbessern. Sie gehört irgendwie zur Identität, die Adresse. In praktisch allen Dokumenten ist sie ein wesentlicher Teil und jeder, der schon einmal den Wohnsitz gewechselt hat, weiß, welche bürokratischen Folgen das nach sich zieht und wie mühsam es mitunter sein kann, bis man überall die neue Adresse bekannt gegeben hat. In Hohenwart-Mühlbach im Bezirk Hollabrunn basiert das gerade in tausendfacher Ausführung, denn dort werden alle Adressen geändert. Robert Salzer stellt diese Mammutaufgabe in den heutigen Blickpunkt. Niki Lauda wird seit kurzem wieder auf der Intensivstation im Wiener AKH behandelt. Der dreifache Formel-1-Weltmeister hat im August ja eine neue Lunge transplantiert bekommen. Nun musste der 69-Jährige seinen Urlaub auf Ibiza wegen einer Grippeerkrankung abbrechen. Heute am Dreikönigstag waren wieder tausende Könige im Land unterwegs. Sie wollen daran erinnern, dass die heiligen drei Könige, geleitet vom Stern von Bethlehem, den Weg durch die Wüste zu Jesus gefunden haben. In manchen Orten kommen die Könige heutzutage hoch zu Ross daher, etwa auch in Kirchschlag in der buckligen Welt. Das hat sich Pia Seiser heute nicht entgehen lassen. Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte heute die Feuerwehr Tribus Winkel im Bezirk Baden. Zwei Rehe hatten sich auf einen Tennisplatz verirrt und keinen Weg mehr ins Freie gefunden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und morgen einen guten Start in die neue Woche, vor allem auch denen, die Weihnachtsferien hatten. Auf Wiedersehen.